So, meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir herzlich willkommen N. Castro. Was meinen Sie, wie die Leute in einer Viertelstunde klatschen werden, wenn die überhaupt erst gemerkt haben, was sie alles über Papageien wissen? Wir haben heute Papageien zu Besuch hier. Die gehören Ihnen nicht. Sie haben mit denen auch nichts zu tun. Und wir müssen für alle Vogelfreunde etwas sagen. Der Käfig, der hier steht, das ist nicht der Käfig, in dem man Papageien halten sollte. Das ist ein sogenannter Leihkäfig für 5 Studiominuten. Dafür ist er erlaubt, ja? Ganz genau. Was sind das für Tiere? Das sind Kapp-Papageien. Ganz selten, sehr stark vom Aussterben bedroht. Ja. Insofern, also war für mich das erste Mal, dass ich solche live zu sehen bekomme, was natürlich ganz spannend ist. Das heißt, wir haben Sie heute auch überrascht. Sie leben ja zu Hause selber mit Papageien. Wie viele haben Sie? Ich habe 18. Sehen Sie, da kommt schon das erste Staunen. Ich höre das. Aber das Wichtige daran ist, Sie haben nicht einfach nur 18 Papageien gesammelt, sondern man hat ihnen viele gebracht, denn das sind auch Tiere unter anderem, wo das Herrchen oder Frauchen gestorben ist, wo eine Verletzung war, wo sie geholfen sind. Sie sind Papageien-Sachverständige, das darf man so sagen. Und auch die Tierärzte wenden sich an Sie. Sie sind so eine Art Nanny für Papageien, kann ich das so sagen? Hört sich so ein bisschen komisch, aber ja, vielleicht schon. Also es kommen schon Menschen zu mir hin, die ganz große Probleme mit ihren Tieren haben, ihre Tiere lieben, aber gar nicht wissen, wie sie die Probleme in den Griff kriegen sollen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man helfen kann. Aber der eine hat jetzt mit uns geredet, oder? Der will mitquatschen. Das heißt, ist das denn so, dass Papageien so unglaublich neugierig sind? Die sind sehr neugierig, sehr intelligent und wie man hören kann, sehr kommunikativ. Und diese Papageien, wir haben das vorhin hier schon gesagt, haben wir uns geliehen von einem Herrn hier aus Lauf. Und ich habe mir seinen Namen extra aufgeschrieben. Das ist der Konrad Seifermann. Bei dem wollen wir uns ganz herzlich bedanken, dass er uns die Tiere gebracht hat. Er ist einer der ganz wenigen, der dafür sorgt, dass die nicht aussterben. Ich glaube, er hat 19 Stück und es gibt auf der ganzen Welt nur noch wenige Exemplare. Also wir wollen ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Aber wie sind Sie jetzt zu dieser Leidenschaft gekommen? Erzählen Sie mal ein bisschen Ihren Werdegang, wo Sie das alles gelernt haben. So, der Werdegang ist extrem fragmentiert. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Meine Eltern sind Ärzte, in einem Dorf haben wir gelebt. Und dort ist es halt so, wenn man keinen Tierarzt hat und man findet ein verletztes Tier, dann bringt man es halt zu der naheliegendsten Person, also zum Arzt. Und wir hatten immer irgendwelche Tiere im Haus. Also eigene Tiere, Tiere, die uns hingebracht worden sind, verletzte Wildtiere und so weiter. Und irgendwann natürlich auch Wellensittiche, ich glaube, wie viele, viele deutsche Haushalte. Und dann habe ich aber anschließend eigentlich jahrelang gar nichts gemacht, weil ich habe eben studiert und gearbeitet, meine Karriere aufgebaut und bin dann irgendwann beruflich in New York gelandet und fand das irgendwann ganz schrecklich mit dieser Betonwüste. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und auf einmal findet man sich in diesem ganzen Beton wieder. Und irgendwie Papageien sind, glaube ich, für viele Menschen eben auch ein Weg, sich die Natur ins Haus zu bringen. Ich glaube, das ist auch einer von den Reizen, die diese Tiere haben. Und für mich kam es einfach gar nicht in Frage, Hunde zu halten in New York und irgendwie dreimal am Tag Gassi zu gehen. Und dann bin ich halt so in Erinnerungen geschwelgt und irgendwann dachte ich mir, meine Güte, ja, Papageien, klar, nicht? Und also ist der Papagei leichter zu halten als ein Hund? Überhaupt nicht. Aha. Überhaupt nicht. Das haben Sie aber dann erst in New York gelernt. Das merkt man dann anschließend, nicht? Also was einem suggeriert wird, auch also von den Händlern natürlich sowieso, aber auch teilweise in der Trivialliteratur, so ach wie süß und ach wie nett und sie können ja sprechen und alles ganz wunderbar. Was natürlich nie erwähnt wird, ist die ganzen Probleme, die es damit gibt. Es wird nie erwähnt, dass Papageien in der Gefangenschaft nur einen Bruchteil der Lebenszeit erreichen, die sie eigentlich erreichen können sollten. Also Graupapageien zum Beispiel sollten 40 Jahre oder mehr alt werden können. Durchschnitt sind 10 bis 15 Jahre, Entschuldigung, nur weil einfach die Haltungsbedingungen überhaupt nicht in Ordnung sind. Also wir stellen jetzt mal die Gebote auf. Weihnachten steht vor der Tür. Viele Kinder wünschen sich einen Papagei, auch viele Erwachsene. Wer sollte an was denken, wenn es einen Papagei im Haushalt gibt? Gut, oberstes Credo, nicht ein Papagei, sondern mindestens 2. Also immer ein Pärchen. Immer ein Pärchen, genau. Ja. Wichtig, immer auch gegengeschlechtlich, nicht irgendwie 2 Weibchen oder 2 Männchen. Das ist ganz wichtig. Der Platz sollte angemessen sein. Also wenn Sie in einer 50 Quadratmeter Wohnung wohnen, sollten Sie sich natürlich keine Aare halten. Es gibt Vorgaben vom Bundesministerium über die Käfiggrößen. Also für Papageien in der Größe, wie wir sie jetzt hier haben, ist der Minimumkäfig 2 Meter lang und 1 Meter tief.
zuzüglich mehrstündigem täglichen Freiflug. Deswegen haben wir hier auch diesen kleinen Transportkäfig, weil 2 Meter ginge gar nicht vom Platz her. Ja. Und dann muss man sich natürlich überlegen, Lautstärke, ja, habe ich Nachbarn? Habe ich Nachbarn, die es stören könnte? Sind sie denn laut? Die können extrem laut werden. Es kommt auf die Sorte an, also Kakadus, also die können sie 3 Blocks weiter hören. Also das ist ganz extrem. Kommt natürlich auch auf die Toleranz an. Es gibt Leute, die stören die hohen Töne weniger oder auch mehr als die tieferen Töne. Gehen wir doch mal so die einzelnen Rassen durch. Welches ist denn der pflegeleichteste Papagei? Das ist ganz schwierig, das so zu sagen. Es kommt auf ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie einen Papageien haben wollen, den Sie die ganze Zeit streicheln können, ja, dann ist zum Beispiel ein Ara eher geeignet als ein Graupapagei. Weil ein Ara lässt sich lieber streicheln als ein Graupapagei. Mhm. Das sehen Sie auch bei den Paaren untereinander. Also die Aras, die kleben nachts zusammen, da können Sie kein Blatt Papier zwischenschieben. Und die Graupapageien, da sitzt das Männchen da und die Henne sitzt dann dort irgendwo. Und das ist doch noch gut, nicht? Und ab und zu kuscheln sie mal, aber dann also ist es auch gut. Also die sind schon länger verheiratet? Die sind schon länger verheiratet. Die benehmen sich zumindest so. Die zoffen sich auch wie in einer richtig schönen langen Ehe. Und ja. Der Kakadu? Und der Kakadu, die sind extrem schwer in der Gefangenschaft zu halten. Es gibt Tiere, die sind super zahm, super lieb, super verschmust, aber es gibt eben auch viele Tiere, die damit überhaupt nicht klarkommen. Die werden sehr, sehr aggressiv und fügen also den Haltern böse Verletzungen zu. Also Hennenmord bei Kakadus ist ein ganz großes Thema. Und wenn halt die Henne nicht da ist, dann wird eben auch der Halter ganz böse angegriffen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Fall bei mir. Ich kam nach Hause von meinem Auto in die Einfahrt. Und da saß ein Mann, der sah aus, als ob der in irgendeiner Prügelei gewesen war. Also richtig gruselig. Ich dachte echt so, ich hatte meinen Bruder am Telefon, habe ihm gesagt, häng bloß nicht auf, vielleicht muss ich die Polizei rufen. Ich hatte richtig Angst. Bin aus dem Auto raus, sprach mit ihm. Und ja, der war von seinem Kakadu so gebissen worden, dass er sich im Krankenhaus hat zusammenflicken lassen müssen. Und das ganze Gesicht, der sah wirklich aus, als wenn er verprügelt worden wäre. Ganz schlimm. Das ist ja schrecklich, was Sie da erzählen. Ja. Ich denke mal, das sind so possierliche Vögelchen. Sag mal, ei, du. Da muss man sich schon in Acht nehmen dann. Kann bös ausgehen, ja. Kann bös ausgehen. Ich hatte in einer Fernsehsendung einen Graupapagei, der war in mich verknallt. Der kam immer hierher geflogen, biss mir am Ohrläppchen rum, rannte um mich herum. Und dann hat der Besitzer gesagt, nehmen Sie ihn mit, der hat sich an Sie gewöhnt. Ich habe es natürlich nicht getan. Weil man soll eigentlich nicht aus der Laune heraus ein Tier anschaffen, sondern sich das ganz genau überlegen. Was möchten Sie denn den Kindern, bei denen auf dem Weihnachtswunschzettel oben draufsteht, Papagei, noch mal mit auf den Weg geben? Die sollen sich vielleicht bei uns im Forum anmelden, Leute kennenlernen, die Papageien haben, und dort mal so ein bisschen Pflegedienst machen. Mal gucken, wie sie dann auf Dauer damit klarkommen. Weil viele unterschätzen das einfach völlig, was da wirklich an Arbeit und an Dreck. Und am besten sollen sie die Mutter mitnehmen, weil im Endeffekt bleibt es dann ja doch oft an den Müttern kleben. Jetzt haben Sie ja so eine Art Hilfstruppe aufgebaut. Ich habe mir das aufgeschrieben, das heißt ADLA, Amigos de las Aves. Mhm. Das an Ihrem Namen merke ich, da muss ja spanisches Blut mit drin sein, sonst heißt man nicht Castro. Was sind das für Amigos? Was sind das für Freunde? Also es ist eine gemeinnützige Gesellschaft und die heißt Papageienhilfe. Und in Deutschland ist es so, dass man kein normales Wort nehmen darf. Man muss dann auch irgendwelche Initialen vorsetzen. Und meine Initialen davor zu setzen, das fand ich so ein bisschen egozentrisch. Und dann fand ich das eigentlich sehr schön, weil das ist eigentlich etwas, was wir wollen, dass wir Freunde der Papageien sind und natürlich auch der Menschen, die sie halten, um allen zu helfen, dass die Tiere halt vernünftig gehalten werden und vernünftig leben können, auch in der Gefangenschaft. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin, einen Papagei habe, ich habe ein Problem, kann ich Sie anrufen, kann ich mich bei Ihnen melden, kann mich im Internet einklicken? Mhm. Was kostet das? Also im Internet ist es umsonst. Mir ist es eigentlich auch am liebsten, wenn die Leute das über unser Forum machen, weil dort sehen sie, wie es bei anderen Leuten ist. Man merkt halt dann sehr schnell, auch ich habe ja kein einzelnes, ganz spezielles Problem, das haben andere Leute auch. Und dann fühlt man sich eigentlich viel eher in einer Verfassung, dass man sich denkt, ich schaffe das zu lösen. Wenn man dann damit nicht klarkommt oder das irgendwie alleine nicht schafft, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit einer Privatberatung, die ist dann natürlich kostenpflichtig. Und was kostet das so eine Stunde bei Ihnen? Ja, 50 Euro die Stunde. Jetzt haben Sie eine Viertelstunde bei mir geredet, dann ist ja noch nicht ganz so teuer. Nö, das war billig für Sie. Wie intelligent sind jetzt solche Tiere eigentlich? Ach, die sind unglaublich intelligent, das unterschätzt man völlig. Man sagt ja, dass sie die Intelligenz von einem 3- bis 5-jährigen Kind haben. Und ich glaube, viele Menschen veranschaulichen gar nicht, was das eigentlich wirklich bedeutet. Es gibt da in Amerika die Professor Irene Pepperberg mit ihrem Alex, der leider irgendwie vor etwas mehr als einem Jahr gestorben ist. Und dieser Papagei, der konnte Formen unterscheiden, der konnte Farben unterscheiden.